dann auf ein gepflegtes Second-Time-Heker-Rem. Ne, wir waren Heker. Champ ist OP. Oh, Malphite-Pick gegen die Gegner ist so juicy. Porgas Draft. Wir spielen gegen Kindred im Jungle. Das ist nicht das beste Matchup. Ist eher ein schlechteres. Aber gleichermaßen ist es auch nicht so unplayable. Okay. Wenn sie in mich reinläuft, dann ist sie dead. So. Aber sie kann mich halt kiten, wenn sie es richtig macht. So, ich muss jetzt mir meine Hose holen. Bin weg. Gegen den Elramia haben wir gestern schon gespielt. Haben wir natürlich gewonnen. Gegen Simply auch. Das war die Tristana Mitte in der Galio-Lane. Keria Dest-Account haben wir auch schon gegen gespielt gestern. Mal gucken. Unser Top-Laner ist auf jeden Fall AD Carry Main. Ich hoffe, er liefert trotzdem ab. Malphite Jace ist auf jeden Fall ein gutes Matchup für Malphite. Ab Level 5 gewinnt er die Lane. Jungle-Matchup, wie gesagt, nicht so geil. Mitte wird easy gegankt von Twisted Fate Kindred. Mal gucken. So, jetzt Leute, Chat zur Seite, Full Focus. Das ist das Game, was entscheidet, ob ich meinen All-Time-Peak breche oder nicht, okay? Aber wir spielen natürlich ganz entspannt, so wie immer. Ich jungle mich Top-to-Bot. Wir haben Thresh Botlane, das heißt, wir haben einen Flash Lantern Gank auf Level 4, wenn wir das wollen. Wir werden Toplane Ward setzen, damit wir nicht 125 werden von denen. Könnten die machen, die könnten auch invaden mit Twisted Fate Stun-Karte. Könnten vieles machen. Was Kindred machen könnte, ist hier mein Red Buff zu mein Blue Buff zu invaden. Und dafür habe ich nicht gewardet. Und wir wissen das jetzt nicht, ob sie es macht oder nicht. Oi. TF ist hinter den maybe. Ah, ich muss flashen. Als ob die da Vision haben, so. Das hier sah alles so suspicious aus, not gonna lie. Das sah so suspicious aus, wo die langgelaufen sind und... Aber gut, ist ja whatever. Wenn der Vega da einfach runtergelaufen wäre, wäre das ziemlich insane gewesen. Alter Vater, Kindred ist auch 6 geworden. Okay, ich brauche unbedingt Boots. Ich hole mir, glaube ich, Mercs gegen die einfach. Gerade Ult abbekommen für Malphite ist sehr wichtig. Ah, Scaling-wise sollten wir halt auch komplett insane dabei sein, ne? Malphite, Vega, Ceri so, scalen alle richtig gut. Mate, ich bin 700 Gold Shutdown wert. Irgendwie müssen wir den Turm deffen. Holt einfach Jenna und du hast einen Kill. Wichtig, dass ich Kills abgebe, ne? Ich will jeden Kill abgeben, den ich abgeben kann. Jetzt mucho importante for us. Wir haben actually die Ult rausbekommen, ne?
ziemlich insane. Okay, AD Carry kein Flash für den Drake, ne? Das ist auch super gut. Hat aber Gale Force, das darf ich nicht vergessen. Ich habe ein bisschen später Ult erst ab nach Drake. Oh, zum Glück kein Flammenwerfer. Und Jenna hat meinen Schatten bekommen. Oh ja, Jenna hat meinen Schatten bekommen. Ja, ja. Und Quadra-Kill für Zeri. Nice, GGWP, guys. Good game. Es könnte nicht besser gewesen sein. Thresh hat sogar noch Ult ab, Vega hat Ult ab. Nice, und wir haben den Drake bekommen. Und, also, I mean, die Gegner scalen auch gut, ne? Keine Frage. Aber Toplane outscaled, Jungle wird outscaled, Mitte outscaled. AD Carry scalen beide insane. Und Support wird outscaled. Also actually, ist gar nicht so even, gar nicht so übertrieben, wie wir outscalen. Aber ich bin mir doch gleichzeitig sicher, dass wir es tun. Auch einfach, weil wir das einfachere Team haben, so. Nice one. Come Nash. Zeri, come Nash. Wir haben einfach drei Supporter hier jetzt gerade am Nash. Können wir bitte noch einen Damage Dealer kriegen? Vega. Vega Zeri. Nice one. Ja. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt. Oh, Malphite wird einfach daneben. Zeri auch komplett geintet. Hilfe. Ja, also wir sollten jetzt einfach über Sidelane spielen. Ich glaube, gegroupt ohne Nash kommen wir hier nicht weit. Weil Malphite natürlich auch sehr gut im Team ist, ne? Aber wir werden einfach nicht weit kommen, so wenn die einfach Nash. Also, die clearen halt jede Wave. Ja, nice. Wir haben zwei Ults dafür gebraucht, aber meine Ult habe ich sowieso soon wieder ab. Und die haben jetzt keine Kindred-Ult. Guys, bitte leave. Kindred. Die hat auch noch Ult ab. Ich muss ja so raus. Ich kann das nicht fighten. Jenna ist dahinter. Nehmen wir aber das hier und bin weg. Oh mein Gott. Lovely, lovely, lovely. Sollte ich mir noch einen R holen? Ich könnte Randuins einfach holen, denke ich. Ich glaube, Randuins ist huge. Ich meine, die sind ja auch Full AD. Bis auf Twisted Fate, aber Twisted Fate ist halt mehr so ein Stun-Bot. Weil ich habe gelebt. Wieso gehe ich da rein? Wir haben keinen Kill bekommen, Guys. Okay. Ändert sich jetzt vielleicht? Guys, just Nash. Oh mein Gott, wir können das Game actually noch verlieren, Mann. Bitte, Team, hört jetzt einfach auf mich und hört auf, eure dreckige Ego-Tour hier durchzuziehen, okay? Shut down.
Es wird actually super schwierig, das Game hier, ne? Es wird actually super schwierig. Oh, Junge, ich habe die Gegner so turbo-slowed. Ich habe einen Flash geforst und was macht mein Team? Flash zweimal rein. Was ist denn mit meinem AD Carry los? Beide Summoners ab. Es wäre Game gewesen, wenn er nicht intet. Mussten wir es so schwer machen mit dem Game? Mussten wir es so schwer machen mit dem Game? Ja, lol. Twisted Fate nimmt die Wave, wir nehmen deren Base. Ja, und jetzt? Toll. Der nimmt einfach die Wave. Oh mein Gott, dieses Game, ey. Junge, was ein Banger. Your friend.